Es ist ein trauriger Spitzenplatz. Flensburg verzeichnet nicht nur in Schleswig-Holstein die höchste Inzidenz, sondern auch in Deutschland. Dagegen ist die Lage im Franziskus-Krankenhaus deutlich entspannter. Nur eine Person befindet sich derzeit in Behandlung auf der Covid-Station. Und auch die Zahl der geimpften Personen nimmt zu. Wie also umgehen mit den steigenden Inzidenzen? Eines der vielen Themen auf der Bund-Länder-Konferenz. Was erwarten die Flensburger vom Corona-Gipfel am Dienstag? Erwartungen, dass Ungeimpfte auch weniger Rechte haben. Wir sind darauf eingegangen, haben uns impfen lassen. Warum sollen wir da nicht auch von profitieren? Ne? Wenn die meinen, die müssen sich nicht impfen, müssen sich nicht impfen. Auto. Es ist ja nicht nur diese Impfung, das sind ja auch andere Impfungen, die Leute nicht wollen. Und wenn die nicht wollen, wollen die nicht. Das ist halt so. Und ich glaube auch nicht, dass man die bekehren kann. Ich finde schon, das müsste mehr Rechte geben für Geimpfte. Ja, das, ja. Das finde ich schon. Ja. Weil dann würden die anderen nachkommen. Natürlich birgt das irgendwo eine Zweiklassengesellschaft, aber ich finde schon, dass man irgendwo einen Anreiz schaffen muss, dass die Impfquote steigt. Wobei ich finde, es wird auch zu wenig aufgeklärt über die Impfung. Und dann sind ja viele, die auch sagen, nee, ich möchte das dann nicht, weil eben nicht genug aufgeklärt wird. Also ich finde, das hat nicht viel mit Rechten oder nicht nur mit Rechten zu tun, sondern es geht einfach auch darum, dass man der Gemeinschaft mit der Gemeinschaft irgendwie auch zusammenleben muss. Das mit diesem kostenpflichtigen Test finde ich natürlich nicht schön. Wenn man erwartet, dass man Tests vorlegen muss, dann sollte man da auch für gerade stehen und die Leute dabei dann auch unterstützen. Weil jeder ist nicht finanziell so aufgestellt, dass er sich das jeden Tag leisten kann. Gerade die Sozialempfänger halt, ne? Und Arbeitslose. Ich finde, das ist besser, wenn es nicht kostenpflichtig ist, weil für manche Gruppen ist das schon eine Belastung. Ich bin eigentlich dafür, dass das nicht mehr so umsonst ist, dass sich testen lassen, weil ich glaube, es gibt schon viele Leute, die sich einfach nicht impfen lassen, weil sie keine Lust dazu haben. Und ja, also was jetzt in Frankreich zurzeit passiert, ist schon auch sehr radikal, aber vielleicht könnte man so einen Mittelweg finden, dass es schon, genau, dass es nicht mehr diesen ganzen kostenlosen Bürgertest gibt. Das, also da zahlen wir ja auch Steuern für und genau, bin ich nicht für. Man sieht jetzt in den letzten Tagen auch, dass die Zahlen in den Krankenhäusern wieder hochgehen und fast die Hälfte der Bevölkerung ist nicht geschützt und das wird Folgen haben. Ich halte es jedenfalls für unklug, dass man versucht, das wegzuargumentieren, weil das sind letztlich Erkrankungsfälle. Aber das ist eben ja, eine Frage der Zögerlichkeit der Politik, wo sich zurzeit keiner unbeliebt machen will. Dann eher in Verbindung mit, wie hoch ist die Auslastung der Intensivstationen der jeweiligen Kreise, Städte, wie auch immer. Ob die Inzidenz weiter der große Maßstab bleibt, es mehr Rechte für Geimpfte gibt und ab Herbst das Ende der kostenfreien Tests ansteht, sicher ist wohl nur, dass es ein langes Bund-Länder-Treffen wird. Denn die Meinungen gehen trotz der langen Bedenkpause im Sommer weit auseinander.